Zeltanlage ist 1902 erbaut. Albert Ballin, der hat dafür gesorgt, dass das Ensemble gebaut wurde. Und er hat sich dazu entschlossen, den Liniendienst vom Hamburger Hafen nach New York von Hamburg nach Cuxhaven zu verlegen. Das ist ja zu der Zeit eine hamburgische Besitzung. Zu dieser Anlage gehört auch der Anleger, der Stäubenhöft. Der Stäubenhöft für mich ist ja heute noch genauso, wie er damals war. Viele Menschen damals in eine neue Heimat gebracht. Ja, durch dieses Haus bin ich ausgewandert. 57 war das und kam aus Herford. Jens, komm rein. Ja. Okay. Yeah. And we are going more or less the same way than the immigrants 60 years ago. So voller Vorfreude und auf das Neue, was mich da wohl so erwartet. Das sollte einfach nur noch losgehen.